Dann ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am 10. Spieltag in dieser Saison. Ich begrüße ganz besonders den Gästetrainer Jens Hertel. Herzlich willkommen bei uns und natürlich auch unseren Cheftrainer Horst Steffen. Und das erste Wort, das hat wie immer unser Gästetrainer. Herr Hertel, Sie dürfen, bitteschön. Ja, also Glückwunsch an Elversberg. Ich glaube, der Sieg ist hoch verdient aufgrund einer sehr spielfreudigen, dominanten ersten Halbzeit, wo wir eigentlich gar nicht stattgefunden haben, gar nicht so reingekommen sind überhaupt in das Spiel, große Probleme hatten in beide Richtungen, sowohl beim Verteidigen als auch beim Angreifen. Und wenn du dann 2-0 hinten liegst, dann nützt dir dann auch eine vernünftige zweite Halbzeit dann halt nichts mehr, um dann zurückzukommen. Vielleicht wäre was gewesen, ich meine, ich muss mir die Szene nochmal anschauen mit dem Tor, ob das wirklich ein Foul war. Oder ob man das hätte auch geben können, dann wäre es vielleicht noch mal ein bisschen kribbelig geworden. So ist klar, wir haben alles probiert, du machst dann ein bisschen off, dann hat der Elversberg schon nur noch ein paar Konterchancen und macht dann halt in der Nachspielzeit dann mit dem dritten Tor das Spiel dann war dann ja eh schon durch. Und wie gesagt, aufgrund einer sehr, sehr schwachen ersten Halbzeit von uns geht das natürlich absolut in Ordnung. Dankeschön an den Gästecoach Horst. Vielen Dank. Ich fand uns überwiegend auch gut, dass wir wirklich engagiert waren, dass wir immer wieder versucht haben, Lösungen zu finden. Manchmal noch ein bisschen zu sehr durch die Mitte, hätten wir vielleicht auch hin und wieder nochmal aus der Mitte rausspielen können, um noch mehr Angriffe dann auch zu Ende zu bringen. Aber die Jungs waren engagiert, spielfreudig, hatten Lust zu laufen, sich aber auch in jeden Zweikampf reinzuschmeißen und gut zu verteidigen. Also beides war nötig, in beide Richtungen nötig, weil auch immer das Gefühl da war, ja, wenn es einen Gegentreffer gibt, dann kann eben Braunschweig auch wiederkommen. Sie haben alles versucht, das konnte man schon wahrnehmen. Deshalb mussten wir weiterhin gut verteidigen und hatten zweite Halbzeit dann zum Schluss eben unsere Konterangriffe, wo ich glücklicher gewesen wäre, wenn wir früher vielleicht das dritte Tor hätten machen können. Aber zweimal hat auch der Keeper sehr gut gehalten. Also für uns war es sicherlich ein toller Abend mit Flutlichtspiel, mit einem Sieg vor einer guten Kulisse, vor unseren Fans, die uns feiern durften. Ja, ein tolles Ergebnis, tolles Spiel für uns, für Jens und seine Mannschaft. Wünsche ich viel Glück für die weitere Saison. Kommt gut heim und alles Gute euch. Danke. Danke an die beiden Trainer. Jetzt, Sie dürfen gerne nochmal Fragen stellen. Das Mikrofon liegt bereit, mit einfach kurzes Handzeichen, dann reichen wir das gerne rund. Bitteschön. Ja. Frage an Horst Steffen. Alle drei Torschützen von Elversberg heute haben ihr erstes Zweitligator geschossen. Wie wichtig ist es auch für die Offensivspieler, dass sie wissen, sie können in der Liga treffen? Und es ist für Sie auch als Trainer ein großer Vorteil, wenn Sie wissen, okay, ich habe viele Spieler, die torgefährlich sind, die Tore machen können. Ja, das ist bestimmt für jeden einzelnen Spieler gut, wenn das Netz zappelt und man bejubelt wird. Das gibt bestimmt Selbstvertrauen. Und ich hätte es Dominik Martinovic eben auch nochmal gewünscht, weil er auch zwei wirklich gute Aktionen hatte, um ein Tor zu machen. Ich glaube, jeder Einzelne, der mal ein Tor geschossen hat in einer Liga, wo es wirklich um was geht und es waren entscheidende Tore, der weiß, wie wichtig das ist, wie man sich dann fühlt. Und das ist für die Jungs, die gerade ihr erstes Zweitligator geschossen haben, sicherlich auch so. Ich hätte eine Frage an Herrn Hertel. Sie haben nach dem Spiel in dem Kreis sehr lange und auch sehr intensiv zur Mannschaft gesprochen. Was haben Sie ihr denn so kurz nach dem Spiel mit auf den Weg gegeben? Naja, dass es so nicht weitergeht. Also ich meine, es war jetzt unser fünftes Auswärtsspiel. Davon war eins ordentlich, das war in Rostock. Überhaupt waren die letzten drei Spiele ordentlich. Und heute haben wir das eben mit dieser ersten Halbzeit eben alles komplett wieder eingerissen, dass wir auswärts eben gar nicht stattgefunden haben. Und das war halt in der Trainingswoche auch nicht zu erwarten. Ich glaube, wir hatten eine gute Trainingswoche, eine sehr intensive Trainingswoche, wo es schon auch in den Zweikämpfen zur Sache ging. Aber wir haben es heute gerade in der ersten Halbzeit eben überhaupt nicht auf den Platz gebracht. Und das galt es natürlich nochmal anzusprechen, auch wenn es dann schon in der Halbzeit mal so ein bisschen lauter geworden ist. Aber klar, wir müssen natürlich zusehen, dass wir unsere Lehren draus ziehen. Ich meine, wir haben jetzt genügend auf Deutsch gesagt, auf den Sack gekriegt. Und jetzt wird es eigentlich Zeit, sich ein bisschen zu wehren. Und das sind ja die Spieler dann natürlich auch gefordert. Wir als Trainerteam auch. Also da nimmt sich niemand aus der Verantwortung raus. Wir sitzen da genauso mit im Boot wie die Spieler. Und das geht dann halt nur, wenn alle irgendwo ein Stück weit dann halt anrucken und bessere Performance zeigen. Gibt es noch weitere Fragen?
Nee, ist nicht der Fall. Dann schließe ich mich Horsts Worten an. Alles Gute für euch. Kommt gut zurück nach Hause für euch, für den Rest. Schönes restliches Wochenende noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.